Well, what would you see from your view are the main challenges in Europe with, well, in regard of housing policy right now, but after hearing all that we have heard this morning already, what would you think is the main goal to focus on in the next step? Well, I think there are several problems. I think the basic problem is that we have a structural housing shortage all over Europe. Every city has not enough affordable housing. That's a problem. We have seen that. It was underlined by our colleagues from the partnership. I was also a member of the partnership with a lot of pleasure, if I may say so. I was happy to be able to contribute. We have seen that there is a structural shortage of investment all over Europe, and this structural shortage is per year 57 billion euro per year. So actually it's not a surprise that there is not enough affordable housing all over Europe. So we have to overcome this block in investment, and I think if we have to overcome it, we have to do it the right way. And like Mr. Ostermeier said before, if we invest, we don't need investment in this high-end luxury segment. We have enough of that. What we need is investment in affordable housing and in social housing. And I'm underlining both words, affordable and social. Social means, of course, for poor people. Affordable also means for the middle incomes. Mm-hmm. And what we have seen so far is that this group, the middle incomes, they are really falling into a certain gap mm-hmm. now. Mm-hmm. There is always taking care of the poorest of the poor, which is right, of course. But what do we do with the, let's say, classical middle incomes? So we heard about the bus driver, we heard about the nurse, we heard about the policeman. Is it actually really a fact that they cannot afford anymore to live in our cities? Do they have to move out, far out? Is this something that we should tolerate, or should we do something against it? And I think the housing partnership has a very, very clear message about that. I must underline with big gratitude that we all decided about this policy line to have more affordable housing for broad parts of the population. All together, we were all on the same line, and this is something special, ladies and gentlemen, when you're talking about Europe. So it was a tough work in 3 years, but we managed, and I think we have now recommendations that will last. It's not only for the next year, for the year of the elections, the European elections, where you, by the way, also can vote for more affordable housing. Check what the parties are telling you. Check it. Please read it. And I am sure that housing policy will be on the top of the list of many, many parties. So please check. And don't trust everybody. Thank you, Barbara Steenbergen, also for educating us in democracy. Josef Ostermeier, die Punkte, die vorhin auch sozusagen dargestellt wurden von Elena und Michaela, setzen natürlich, auch wie Barbara Steenbergen das jetzt noch einmal deutlich gemacht hat, politische Rahmenbedingungen voraus. Du warst selbst lange auch in politischen Mandaten, zuletzt als Bundesminister einer Vorgängerregierung zu der, die wir jetzt in Österreich haben. Wie sehr würdest du sagen, kann sich hier auch die nationale Ebene überhaupt noch lossagen von möglicherweise jetzt klaren Vorgaben, die auf europäischer Ebene gemacht werden, oder andersrum, wie wichtig wären europäische Vorgaben, damit sie hier nicht durch lokale politische Entscheidungen ausgehebelt werden können? Gerade für Wien könnte das dramatische Folgen haben. Also grundsätzlich würde ich jetzt einmal der Wiener Stadtregierung mehr vertrauen, weil auch die Vergangenheit immer gezeigt hat, also seit dem Roten Wien in den 1920er Jahren, dass man dieses Thema, nämlich das Thema Wohnversorgung, aber auch
Kohäsion, Vermeidung von Segregation und so weiter extrem wichtig genommen hat, immer stark gefördert hat. Das heißt, da wäre der Wunsch, wenn man einen Wunsch äußern kann, eher, dass diese Rahmenbedingungen, die Wien vorfindet, nicht beeinträchtigt werden. Der zweite Punkt ist die Frage, man muss ja kurz zurückblicken, 2008, Finanzkrise, Ausgangspunkt übrigens Subprime, also nicht non-affordable housing, das die Menschen überfordert hat und dann die nicht bedienbaren Kredite halt in irgendwelche giftigen Papiere verpackt wurden und über CDOs und CDOs Squares und so weiter über die Welt verbreitet haben und dann eben Finanzkrise entstand, was natürlich auch ein Finanzkrise der Länder, der Mitgliedstaaten, der Städte verursacht hat. Und dann hat man Regeln geschaffen, die halt manche Dinge überzogen haben. Also es war verständlich, dass insbesondere auch in der Eurozone klare Regeln geschaffen werden, wer wie viel Verschuldung machen darf. Aber die Frage ist ja, wofür verschuldet man? Also baut man sinnlose Flughäfen, die niemand braucht, oder baut man Wohnen für die Menschen, die es wirklich brauchen? Und diese Differenzierung ist in dieser krisenhaften Zeit auch nicht vorgenommen worden. Jetzt kenne ich alle Gegenargumente, wenn man einen Teil zulässt, dann wird das rausgenommen aus den Maastricht-relevanten Ausgaben und es wird das Geld für irgendwas anderes rausgepulvert sozusagen. Aber ich denke, die Europäische Union hat so viele Regeln geschaffen, die würde wohl auch, wenn der Wille da ist, fähig sein, Regeln zu schaffen, die sozusagen nicht Lücken haben. Der zweite Bereich ist, auch ausgehend von der Finanzkrise, hat man für den Finanzbereich, Banken, Versicherungen, gewisse Regeln geschaffen, die es erschweren, dass die Geld für zum Beispiel gemeinnützigen Wohnbau zur Verfügung stellen. Was aber ein sinnvolles Investment wäre, weil dann käme ja das Geld genau den Menschen zugute, die eben Affordable Housing brauchen. Also da gibt es einige Punkte, wo man drehen kann. Und das dritte ist die Frage oder die Klarstellung, was passiert mit Haftungen? Vielleicht muss man es präzisieren, mit Haftungen für bestimmte Bereiche, die man als notwendig und sinnvoll erachtet. Also haben die Maastricht Ausgabenrelevanz oder nicht? Das war bei uns in Österreich jetzt eine Diskussion, wie eine Wohnbauinvestitionsbank geschaffen werden sollte, die jetzige Regierung dann wieder, die vorige Regierung hat es beschlossen, die jetzige Regierung hat es gestoppt mit dem Argument, da würden Haftungen übernommen werden, die dann wieder ausgabenrelevant sind. Thank you very much. Herzlichen Dank. Famous last words, Michaela or Elena, to the process you're looking back to, but more even to what you're looking ahead. I can tell you that hard work can be fun if you do it with such inspiring and bright people as we had the chance to do in this housing partnership. We worked basically on coffee. So constant coffee supply was really super important. This is what I learned, lesson for the future. But to be honest now, I mean, before the conference or during the conference is one phase that is important, but after the conference is what we are now thinking at. And what is really, really super important is that we have now a set of really developed actions we can really be proud of to all together. And I know that a lot of people beyond the actual members of the partnership have helped us. A lot of people in all the organizations and cities and member states and ministries and the commission and the EIB and the scientific community have helped us to achieve what we have on the table now. And I think that this is a common work and a common exercise, and we now should all, as Lailani Farah said, push for it. So we really should go to our member states, to our housing ministries, to our ministries of constructions, to our city governments, to our city associations, to our city networks, and tell them the story about this partnership and what has to be done now in order to enable and empower cities to do something for affordable housing for their citizens, because after all, it's for people, not for, you know, any institution. It's for people, it's for citizens, it's for people who have dreams and they want to make them come true in homes, not in a tale of bricks. Thank you. Thank you very much. Thank you to all of the participants.